Hi, ihr Lieben. Für meine zukünftigen Projekte brauchte ich ganz viele alte Weinkisten. Da irgendwie alle Menschen aber heute alte Weinkisten brauchen, gibt es erstens irgendwie wenige und zweitens sind die Schweine teuer geworden, finde ich. Deswegen bin ich jetzt dahin gegangen und habe mir hier solche fertigen Holzkisten gekauft. Da die aber total langweilig aussehen, so neu, bin ich hingegangen und habe die auch abgeflammt. Und mit dem Video möchte ich euch zeigen, genau, wie man das mit dem Abflammen richtig macht, worauf man achten sollte. Und ich werde auch nochmal aufs Ölen drauf eingehen, weil wenn man Paletten abflammt, habe ich gesagt, ist relativ egal, ob man die einölt oder nicht. Bei dem Holz ist mir aufgefallen, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass es deutlich schöner wird, wenn man es hinterher einölt. Deswegen, wenn ihr Interesse an habt, schaut euch das Video an. Ich versuche euch alles zu erklären. Falls ihr Fragen habt in dem Video oder so, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich antworte sehr gerne. Viel Spaß. Was ihr einfach braucht, ist einen Bunsentrenner. Den zeige ich euch in der Videobeschreibung. Und dann solche Gaskartuschen hier. Die werden einfach hier reingestellt. Und dann wird das angestochen, indem man es mit dem Schraubverschluss einfach zudreht. Einfach hochdrehen, zack, zack. So, bis es hier einrastet. Zack. Und genauso machst du es dann auch wieder auf. Reindrücken, aufschrauben oder eben zumachen. Dann leicht aufdrehen, nicht zu stark, sonst pustet das Gas die Flamme selber wieder aus. Das wäre nicht so praktisch. Und dann hier vom Geräusch her hört ihr es ganz gut. Es kann deutlich schwächer sein. So. Und dann geht ihr einfach aufs Holz drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht von der Kamera her. Ich halte es euch mal schräg. So. Und dann ist es einfach geflammt. Zack. Was mir persönlich gar nicht gefällt, ist dieser Leoparden-Look. Also manche machen sowas. Schon oft gesehen. Ja, und lassen das dann. Ist jetzt überhaupt nicht mein Style. Ich finde es schön. Hier. So. Ganz in Ruhe nach oben gehen und ihr bekommt sofort wunderschön die Maßnahmen aus dem Holz raus. Also, ich habe jetzt kein Holzöller, ich hole gleich nochmal Holzöl und zeige euch, wie das dann aussieht, wenn es dann noch eingeölt wird. Für mich, ja, ich finde, das Holz gewinnt nochmal an Qualität, wenn ich das mit einem Leinöl zum Beispiel einfach nach dem Abflammen einöle. Ist aber absolut nicht notwendig. Und abschleifen braucht ihr auch nichts. Also viele oder manche fragen immer, Nico, muss ich das Holz abschleifen? Nein, musst du nicht. Die ganzen kleinen Härchen, die das Holz so ein bisschen unangenehm machen, die verbrenne ich mit dem durchs Abflammen. Das heißt, genau, ich kann mir die ganze Schleifarbeit sparen, danach noch einölen. Und klar, wenn es dann perfekt sein muss, dann nach dem Ölen, weil da stellen sich die Härchen wieder leicht auf, kann man es mit einem ganz feinen Papier nochmal drüber schleifen. Habe ich aber noch nie gemacht. Genau, so viel erstmal dazu. Ich flamme jetzt mal hier fleißig fertig und hole dann noch ein Öl dazu und zeige euch, wie das aussieht, wenn es geölt worden ist. So, kurz das Öl hier geholt, Biopin, Arbeitsplattenöl, Hartöl ist das, mache ich ganz gerne oder Leinöl verwende ich auch ganz gerne, je nachdem. Immer gut aufschütteln und dann aufmachen. So, und dann einfach einölen. Und trocknen lassen. Wie gesagt, ist überhaupt nicht notwendig. Was mir gut gefällt, ist hier, die bisschen helleren Stellen bekommen einfach durch das Öl nochmal eine andere Tiefe, ein bisschen dunkler, ein bisschen
für mich ein bisschen harmonischer alles zusammen. Ansonsten, ja, sind die dunklen Stellen dunkel, wenn du es nur flammst. Das andere Holz, da wo nicht die Maserung ist, bleibt aber sehr hell und wirkt dann noch sehr neu. So finde ich es einfach ein bisschen harmonischer. Ich lasse es jetzt trocknen. Mal schauen, vielleicht zeige ich euch am Schluss noch ein Foto, weil das dunkelt ein bisschen nach, wenn es gut eingezogen ist, durchgezogen ist. Genau, wie gesagt, dann vielleicht noch einmal drüber schleifen mit einem ganz feinen Papier. Ist aber nicht notwendig. Mache ich trotzdem manchmal. Genau. Also, wie gesagt, ihr braucht Bunsenbrenner, Feuerzeug, Stahlbürste und ein Öl, wenn ihr wollt, Pinsel. Mehr nicht. Und dann ja, könnt ihr die neuen Weinkisten, da es die alten ja leider kaum noch gibt, mal bereiten lassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir in die Kommentare. Viel Erfolg euch bei eurem Projekt. Ciao.